Hallo und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Ich freue mich ganz besonders, dass du den Weg zu mir auf den Kanal und natürlich auch zu diesem Video gefunden hast und möchte dich ganz recht herzlich begrüßen zu Teil 3, ja, doch Teil 3 von der Miniserie rund um die Celebration. Und wenn du wissen möchtest, was heute gebastelt wird und mit was heute gebastelt wird, dann bleib am besten dran. Gleich nach dem Intro geht es los. Ich freue mich. Bis gleich. Ich freue mich sehr, dass du weiterhin dran geblieben bist und tada, tada, tada. Das Set, mit dem ich jetzt arbeiten werde, wird dich wahrscheinlich nicht groß überraschen. Es ist das Set, womit ich auch schon diese Reihe der Celebration angefangen habe, aber es ist einfach so unfassbar vielseitig und zwar dreht es sich dabei um dieses Stempelset Hübsche Grüße. Ich werde in diesem Fall nicht wie bei den Box in a Bag, da habe ich ja auch das Designpapier von den hübschen Grüßen genommen, was ich auch unfassbar schön finde, aber ich möchte heute mit einem anderen Designpapier arbeiten, aber mit dem Stempelset. Und zwar möchte ich mit dir gemeinsam ein solches kleines Gäste-Goodie basteln. Es ist ein Gäste-Goodie, du siehst es, da passt so eine kleine goldene Kugel rein und ist wahnsinnig schnell gemacht. Ich finde aber, es sieht irre süß aus. Und es hat hier diese Blüten von dem Stempelset Hübsche Grüße. Und wenn du gut aufgepasst hast, hast du es vielleicht schon gesehen. Hier dieses Nimm das Leben leicht kommt tatsächlich aus der Schmetterlingsfantasie. Das sind die beiden Stempel, die wir brauchen. Ansonsten kannst du hier auch wirklich sehr, sehr gut deine Reste von grünen Farbkartons mit verbraten. Und ja, an Designpapier wende ich mich diesmal vertrauensvoll an das Designpapier von Hand gemalt. Und zwar gibt es hier, muss ich mal gerade gucken, den Rest davon habe ich hier noch liegen. So, auf der Rückseite ist das hier mit dem Abendblau. Und wir nehmen nochmal hier dieses Gelb. Und ich weiß, bei den hübschen Grüßen gibt es auch tolle Pastelltöne, aber irgendwie fehlt mir die Sonne. Und weil mir die Sonne fehlt, möchte ich einfach mal mit dem Gelben hier arbeiten. So, das heißt, ich nehme mir ein Stückchen Designpapier und brauche darüber hinaus ein bisschen Farbkarton. Den habe ich mir hier in Safrangelb dazugelegt und nehme mir so ein Stückerl, nehmen wir das mal, hier so ein Reststück Lodengrün für die Zweige und ich nehme mir hier einen Rest aus dem Pergamentpapier. Das ist das, womit ich jetzt erst einmal arbeite. Da kommen dann natürlich noch Stanzen dazu, nämlich die neue Stanze Zweige aus dem neuen Frühjahr-Sommer-Katalog und zwar bin ich wieder nicht gut vorbereitet. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Die findest du auf Seite 26 in dem Katalog. Hier und damit kannst du wirklich super süße Zweige zaubern im Handumdrehen. Dann aus dem Jahreshauptkatalog, den habe ich aber gerade nicht hier liegen, kommt noch der bezaubernde Anhänger, ein Evergreen und die Stanze klassisches Etikett. So. Dazu brauchen wir natürlich noch Stempelblöcke, schon klar. Und ich arbeite hier mit dem Gelb, dass es ein bisschen kräftiger wird, dann mit dem Hummelgelb statt der Osterglocke. Und last but not least, als kleines i-Tüpfelchen, kommt hier auch noch in Osterglocke das Band mit da drauf. Wobei, ich gucke gerade. Also wenn ich alles in Osterglocke...
Egal. Wir machen das jetzt einfach mal mit Hummelgelb, mit Safrangelb und mit Osterglocke und eben mit Lodengrün und Pergamentpapier. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gezeigt. Natürlich Kleber und Falzbein. Und ich habe mir hier noch so eine 5 cm Stanze parat gelegt für das Pergamentpapier auszustanzen. Und ich würde sagen, wir starten. So, leg mir mal gerade meine Stanzen hier auf die Seite. Und zwar hast du es vielleicht schon gesehen, hier diese Kugel wird gehalten. Ja, ach so, siehst du, dafür brauchen wir auch noch. Fast vergessen. Nee, das ist die zu kleine. Moment. Die ist auch zu klein. 3/8. Die sollte passen. Hoffe ich. Wir werden sehen. Denn du brauchst natürlich auch noch eine kleine goldene Kugel. Und die würde hier jetzt ziemlich spack drin sitzen. Also brauche ich doch noch mal eine andere. Die andere ist dann schon wieder zu groß. Moment mal. So, nun ist es soweit. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Aber wir werden es rausfinden. Jetzt habe ich mir hier auch noch eine 3,8 cm Stanze hingelegt. Die sollte auf jeden Fall besser passen wie die, wie diese hier. Die ist ein bisschen größer. Ups, ein bisschen größer. Aber eben kleiner wie diese 3,8 cm Stanze, weil da, das sieht man hier, rutscht das hin und her. Es fällt nicht raus, aber es rutscht halt hin und her. Das Schöne an dieser Gästegutti-Verpackung ist, du kannst das super schnell in eine Platzkarte verwandeln. Das heißt, du kannst hier beispielsweise statt dem Nimm das Leben leicht auch einfach einen Namen draufschreiben und stellst das bei einer größeren Feierlichkeit auf den Tisch und damit hast du auch schon deine Platzkarte. Deswegen super easy, super schnell und einfach schön, finde ich jetzt für meinen Teil. Und ich bin gespannt, was du am Ende dazu sagen wirst. Aber zunächst einmal legen wir los. So, das heißt, wir brauchen an Farbkarton ein Stück in 5 cm Breite und 10 cm Länge. So, 10 cm Länge. Und das Ganze wird jetzt gefalzt auf der langen Seite natürlich bei 1 cm bei 2,5 cm, bei 7,5 cm und bei 9 cm. Und so wird das Ganze festgeklebt. Also quasi, that's it. Dann brauchen wir für das Rundherum das Designpapier und das hat wiederum die Maße von 5,1 cm mal 28 cm so. Und das wird gefalzt auf der langen Seite jeweils links und rechts bei 11,5 cm. Oder du machst es halt mit 11 und dann müsstest du hier halt noch rausrechnen, was dann an Innenleben dazu kommen wird. So. Habe ich mir ein bisschen blöd notiert, tut mir leid. Aber that's the way it is right now. So, ich falze mir die Falzlinien an dem Designpapier mit dem Falzbein nochmal nach. Und jetzt kommt schon der bezaubernde Anhänger. Und damit stanze ich mir hier oben
einfach das Designpapier aus. Natürlich links und rechts das Ganze. Manchmal hängt das hier. So, damit ist die Stanze quasi durch. So, ich nehme gerade meine Schere. Hier oben dieses kleine Fitzelchen, das schneide ich mir gerade noch mal manuell weg. So, und damit haben wir schon unser Rundrum. Und jetzt kommt halt noch das Innen drin. Auch das falze ich mir noch mal nach an den Falzlinien. Und jetzt stanze ich mir hier relativ mittig. Ist mir jetzt doch ein bisschen was zu vage. So, hier in der Mitte haben wir 5. Das heißt, ich mache mir eine Markierung bei 2,5. Kann natürlich keine davon sehen, das war sehr schlau, aber ist mir jetzt ins Ideal. Dann mache ich halt einmal komplett hier lang und stanze mir hier die Mitte raus und jetzt kann ich mir den Rest an Fuschlinie wieder wegradieren. Wobei gefuscht ist es ja nicht. Ich wollte es halt nur richtig machen. So. Gut. Und jetzt können wir auch schon aufkleben. Nee, das ist mir zu eng da. Dann nehme ich doch lieber hier die Flasche, wo nicht ganz so viel rauskommt. Und da ist jetzt wichtig, dass du das halt einmal mit der ersten Falzlinie zu der ersten offenen Seite abschließt. Natürlich zwischen den beiden Falzlinien von dem Designpapier. Aber so, dass sich das dann aufgestellt als Kasten ergibt, sodass es nicht nach links oder rechts rausrutschen kann. Also das ist schon wichtig, dass du das jetzt nicht aus Versehen verkehrt rum, also dann mit dem Innenteil, was wollte ich denn jetzt sagen? Also ich weiß, was ich sagen wollte, aber ich weiß nicht, wie ich es am besten erkläre. Also nicht, dass du es aus Versehen halt andersherum machst, weil dann könnte es nach links oder rechts eben doch noch rausfallen. Und das soll ja genau damit vermieden werden. So, ich hoffe, das war ansatzweise verständlich. Ich glaube zwar nicht, aber wäre schön, wenn ich mich da getäuscht habe und es doch verständlich war. Also wie gesagt, auch hier zwischen den Falzlinien und bündig abschließen. Und dann hast du nämlich hier eine geschlossene Seite. Wenn du das andersrum klebst, hast du hier halt offen und dann könnte es rauspurzeln, was wir nicht wollen. So, dann kommt hier schon mal die goldene Kugel rein. Und dann können wir das. Dann wissen wir jetzt nicht hier. So. Und dann können wir das hier oben nämlich schon mit dem Band verschließen. Ich glaube, das war ein bisschen zu kurz, was ich hier geschnitten habe. Könnte bös werden, aber vielleicht auch nicht. So. Nö, geht. Okay, ziehe mir das hier durch die Schlaufe durch. So. Und jetzt ist eben die Frage, jetzt musst du für dich festlegen, was wird dein Vorne, was wird dein Hinten. Bei mir wird das jetzt hier vorne werden. Das heißt, ich schräg mir hier das Band nochmal ab. So. Und dann geht es jetzt schon an die Deko. Das heißt, wir brauchen
ein Stück Pergamentpapier. Und weil sich das oftmals nicht so gut stanzen lässt alleine, nehme ich mir jetzt hier einfach noch ein Stück Safrangelb mit dazu. So, mal gucken, was hat er hier? So, und stanze es aus. Und tatsächlich hat er mir jetzt das Pergamentpapier gut gestanzt und dafür dann den Kreis nicht. Also, diese Stanze ist mit Vorsicht zu genießen, muss man leider so sagen. So, und jetzt kannst du dir überlegen, ob du das so hier aufbringen möchtest. Ich finde es allerdings schöner, wenn es ein bisschen durchsichtiger ist. Und was du dir auch noch überlegen kannst, ist, ob du das jetzt hier vielleicht erst einmal prägen möchtest. Also diesen Kreis hier. Das geht nämlich auch. Ich verzichte jetzt in dem Falle darauf, aber theoretisch ist es möglich. Ich nehme mir jetzt das Reststück mit den 11 cm und werde mir da meine Blümchen draufstempeln in Hummelgelb. Wie schön! Boom! So. Eieieiei. So. Und werde mir die schon einmal ausschneiden. Auch mit diesem Fuzzy Cutting, also wirklich zicki zacki. Was das Schneiden angeht, bin ich ja jetzt wirklich nicht so die Heldin. Aber es geht. Also bei dem Motiv will ich mal nicht moppern. Es geht gut und wirklich auch recht zügig. So. Soll nicht so ganz genau sein, denn das Ganze wird gleich noch ein wenig verglitzert mit ein bisschen Wink of Stella. So. So. Und wie angedroht kommt jetzt hier noch ein bisschen Wink of Stella oben rauf, dass es ein bisschen mehr glitzert. Einfach mal flächendeckend aufbringen. Das Wink of Stella schadet, glaube ich, nie. Also ich habe es zumindest noch nie erlebt. So, während das hier trocknet, kann ich mir mit meiner Zweigstanze hier schon mal Zweige rausnehmen. So. Okay. Zweimal die Zweige. Und was jetzt noch fehlt, ist das Nimm das Leben leicht. Und das habe ich hier. Und jetzt habe ich das Hummelgelb schon weggepackt. Ah! Aber das ist jetzt heute auch Video Nummer 3. Und danach mache ich für heute aber auch echt Schluss. Kann mich selber nicht mehr reden hören. So. Und dann kommt das klassische Etikett.
Und jetzt heißt es im Prinzip nur noch zusammensetzen. Also klebe ich mir hier mein Pergamentpapier fest. Und dadurch, dass hier noch einiges an Deko oben drüber kommt, kann ich hier wirklich großzügig Kleber aufbringen. Weil das sieht man ja immer. Na, also hier bei dem Designpapier hält es sich ohnehin ein bisschen in Grenzen. Aber im Normalfall sieht man das halt doch recht gut. Und das will man ja nicht. Ne? So, und dann kann man hier nämlich die Zweige schon mit hinten rankleben. Ich gar nicht so lang hier. Das auch nicht. So, kommt hier ein bisschen Kleber rauf. Einmal so und einmal so. Und das Ganze auch noch mal seitenverkehrt. Hier unten hin. So rum wollte ich, ne? Wie rum wollte ich denn jetzt? Wow. Doch, so rum ist gut. Und auch hier klebe ich mir hier nochmal dieses kleinere Teilchen mit dazu. Vorausgesetzt, es stimmt dem zu. So, das muss hier vorne hin. Auch so muss ich hier nochmal ein bisschen Kleber rauf. So. Und dann kann man das hier schon mit aufbringen. So. Und das mache ich jetzt mit Dimensionals. Ich sage, drei Videodrehs. Also hier der Tisch, der sieht aus, da kann man auch nach jedem Projekt mal aufräumen. Es sieht trotzdem aus wie Bolle. Also, ehrlich wahr. So. Okay. Können wir schon mal aufbringen. Aber so schräg hier drauf. Und dann mache ich jetzt hier eben entgegengesetzt schräg. Das nimmt das Leben leicht. Und da muss ich mal schauen. Habe ich hier noch Reste? Das trifft sich gut. So. Dazu eignen sich die Ränder ganz hervorragend. Also, falls du es nicht schon tust, wirf es bitte nicht sofort weg. Nutze es weiter. So. Okay. Und was noch fehlt, ist ein bisschen Bling Bling. Dann ist es vollbracht. So, hier kommt jetzt ein kleineres hin. Boah, machen wir hier oben auch mal ein kleineres. Muss ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. So. Okay. Und das wäre meine Bastelidee für heute mit dem Stempelset Schmetterlingsfantasie. Hübsche Grüße. Mit den Stanzen, klassisches Etikett, bezauberndes Etikett und den Zweigen und natürlich einer Kreisstanze. Aber ich finde, das ist richtig niedlich, oder? Lass mich das doch gerne mal wissen, unten in den Kommentaren. Wie findest du diese Art des Gästegoodies? Hast du es vielleicht auch schon mal gebastelt? Und wenn ja, gab es einen besonderen Anlass? Wie gesagt, ich finde, das kann man auch super nutzen als Platzkarte, wenn man einfach hier den Namen statt des Spruchs aufbringt. Und
Ist es nicht schön? Vor allen Dingen, es ist in Gelb, es ist in der Farbe der Sonne. Wow. Also ich finde es wirklich mega und bin gespannt, was du dazu sagst. Wie gesagt, lass es mich sehr gerne wissen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns schon am Sonntag wieder mit Teil 4 ist das dann schon. Mit Teil 4, jawohl. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine angenehme Restwoche. Pass gut auf dich auf, lass dich nicht stressen und bleib vor allen Dingen gesund und kreativ und erfreue andere Menschen, indem du Farbe in ihr Leben bringst. Und ja, wie gesagt, wenn du magst, sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin, pass auf dich auf. Tschüss!